Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Unter Kanzler Schröder wurde der parteilose Energiemanager Werner Müller 1998 überraschend Wirtschaftsminister. Nach dem Regierungsintermezzo ging er zurück in die Wirtschaft. Nun ist er mit 73 Jahren gestorben. Der frühere Bundeswirtschaftsminister Werner Müller ist im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Das bestätigte der Energiekonzern E.ON. Müller war 1998 von dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder überraschend ins Bundeskabinett berufen worden. Ich saß um 11 Uhr zu Hause in Mülheim im Bademantel, als Schröder anrief, sagte der bis dahin als RWE-Manager beschäftigte Müller laut Süddeutsche Zeitung über seinen Wechsel in die Politik. Der neue Kanzler habe ihn nach Bonn beordert. In der rot-grünen Regierung kümmerte er sich um das Wirtschafts- und Technologiereform. Müller wurde als zurückhaltend und nüchtern beschrieben und sorgte in seiner Zeit als Bundesminister anfangs kaum für Schlagzeilen. Später war er an der Ausarbeitung von Plänen zum Atomausstieg beteiligt, dessen Eckpunkte er mit der Industrie verhandelte. Im Juni 2000 einigten sich die Bundesregierung und die Stromwirtschaft auf den damaligen Kompromiss, der eine durchschnittliche Gesamtlaufzeit von 32 Jahren je Anlage für die laufenden 19 Reaktoren vorsah. Müller warnte immer wieder vor zu ehrgeizigen nationalen Klimaschutzzielen und verwies auf die globale Wettbewerbsfähigkeit. 2003 übernahm Müller den Vorsitz des RAG AG. Sein Wechsel aus dem Kabinett in die Wirtschaft wurde von der Öffentlichkeit kritisch beurteilt. Später übernahm er den Vorsitz der RAG-Stiftung, die die Ewigkeitslasten des Bergbaus abdeckt und erster Chef des Chemiekonzerns Evonik. Von 2005 bis 2010 war er zudem Aufsichtsratsvorsitzender. 2018 gab der 71-Jährige überraschend bekannt, seine Ämter aus gesundheitlichen Gründen zum 24. Mai 2018 niederzulegen. Meine schwere Erkrankung erlaubt es mir leider nicht mehr, meinen Verpflichtungen in der Stiftung und in den Aufsichtsräten weiter nachzukommen, erklärte er. Müller hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder.